China-Aktien sind in der Spitze um 60% eingebrochen und sind jetzt auch schon fast seit 3 Jahren in einem Bärenmarkt. Jetzt kann man als Anleger natürlich sagen, na und was geht mich China an? Es geht uns aber einiges an, weil die Probleme, die China so hart treffen, die haben wir hier überraschenderweise auch. Und darum ist der Absturz in China auch für uns kein gutes Zeichen. Letztes Jahr, da war in China ganz kurz so richtig Partylaune. Sie haben es vielleicht mitbekommen. Im Oktober, da waren da plötzlich die Lockdowns vorbei und der Markt ist hochgeschossen. Man hat gedacht, jetzt kommt die große Erholung, jetzt kann die Wirtschaft wieder durchstarten und das hat man dann auch so richtig abgefeiert am Markt. Hier beim Hang Seng China Enterprises Index, der Chart ist von TradingView, in 3 Monaten ein starker Anstieg von unter 5000 Punkten auf fast 8000 Punkte. Aber das war's dann leider auch schon wieder. Seit Januar wird der Anstieg jetzt schon wieder abverkauft. Es geht jetzt permanent wieder runter. Viele verstehen die Welt nicht mehr und es ist eben jetzt auch so richtig Katerstimmung da. So viel Rollmops kann man gar nicht essen als Anleger, damit man damit jetzt irgendwie fertig wird. Oder was auch immer chinesische Anleger da jetzt zu sich nehmen. Ich weiß es nicht, Sauerkraut, Fisch, Rettich in Essig und so weiter. Und damit ist das größere Bild jetzt auch wieder ziemlich düster. Hier haben wir nochmal die letzten 6 Jahre, auch beim Hang Seng China Enterprises Index. Da sieht man dann nämlich auch noch das Hoch von 2018. Das war das letzte mehrjährige Hoch. Danach ging es ja auch schon runter. Dann der Corona-Crash, anschließend eine starke Erholung, so wie überall. Aber die war bei chinesischen Aktien schon Anfang 2021 vorbei. Und von diesem Hoch ist der Index dann in der Spitze um 60% eingebrochen. Und das bei einem Blue-Chip-Index. Beim Nasdaq Golden Dragon China Index zum Beispiel, da war es noch viel schlimmer. Und auch jetzt eben keine Erholung. Die Wirtschaft kommt eben nicht in die Gänge in China und der Markt kommt dadurch auch nicht in die Gänge. Das ist die Lage. Man kann jetzt natürlich sagen als Anleger, China ist weit weg. Mit uns hat das nicht viel zu tun. Es ist ein komplett anderes Land, in dem ja auch viel anders läuft. Zum Beispiel, es wird ja regiert von der Kommunistischen Partei. Und viele von den Problemen da sind auch China-spezifisch. Zum Beispiel, naja, der geopolitische Konflikt mit den USA, die Sanktionen, die es da gibt gegen China, die harten Regulierungen auch im Technologiesektor, wobei man auch sagen muss, die chinesischen Technologieaktien, die waren 2021 auch so stark überbewertet. Und dann haben wir natürlich jetzt auch noch eine Immobilienkrise in China. Mit anderen Worten, das sind ja alles eigentlich nicht unsere Probleme. Und viele bei uns, die denken ja sogar, wenn es in China schlecht läuft, dann ist es für uns irgendwie gut. Das stimmt aber nur sehr bedingt. Denken wir daran, dass zum Beispiel für Deutschland China der wichtigste Handelspartner ist, dass die DAX-Unternehmen 15% von ihren Umsätzen in China machen, dass jedes vierte Auto auch, das die deutschen Hersteller bauen, in China verkauft wird und so weiter. Das merkt man natürlich alles als Exportnation jetzt. Dann auch die Rohstoffpreise, also dass Kupfer jetzt zum Beispiel nicht mehr großartig gestiegen ist oder dass Eisenerz, Aluminium, Nickel, Stahl, dass das alles so stark gefallen ist in letzter Zeit, das hängt natürlich auch stark mit China zusammen, vor allem mit der Immobilienkrise da. Und was jetzt Geopolitik und Sanktionen betrifft, ich sehe nach wie vor keinen Grund, warum jeder davon ausgeht hier, dass das alles China ganz furchtbar schadet, aber dass es uns überhaupt nicht schadet. Nehmen wir die Halbleitersanktionen zum Beispiel. Das wirft China jetzt erstmal stark zurück, ist völlig klar. Aber auf der anderen Seite wird das Land jetzt eben wirklich alles machen, damit es in Zukunft unabhängiger wird von unseren Halbleiterimporten. Und China ist damit Abstand größte Importeur von Chips auf der Welt und gibt dafür auch mehr Geld aus als für Öl, sodass man sich dann schon fragen muss, wem schadet das Ganze dann am Ende, wenn China jetzt versucht, wegzukommen von den westlichen Halbleitern.
Und allein das sind schon gute Gründe, dass man sich eben auch hier Gedanken machen sollte und auch ein bisschen Sorgen machen sollte um den chinesischen schwachen Aktienmarkt. Aber ich will noch auf was anderes raus. Ich verrate Ihnen mal was. Ich habe so ein ähnliches Video wie das hier jetzt schon mal gemacht. Und vielleicht kommt Ihnen ja auch der Titel ein bisschen bekannt vor. Warum auch immer sich irgendwelche neuen Sachen ausdenken, wenn die alten Sachen doch immer noch gut funktionieren. Das Ganze war am 6. September 2021. China-Aktien waren damals schwer im Sinkflug schon und die westlichen Börsen sind aber immer noch gerannt wie verrückt. Und kurz danach waren dann auch hier die Allzeithochs. Und meine Idee damals, die war eben, der China-Absturz könnte so eine Art Vorbote sein, der dann auch bei uns die Börsen runterdrückt. Und so war es dann auch. Auch hier hat man dann eben irgendwann mal gemerkt, es geht nicht mehr so weiter mit der Stimulation, weil die Inflation ist stark gestiegen. Und dagegen hat man dann eben irgendwann mal was machen müssen. Und dann ging es eben auch bei uns abwärts. Hätten Sie das Video damals gesehen und hätten Sie mich damals auch für voll genommen, dann hätten Sie sich viel Ärger ersparen können. Als Kanalabonnent passiert Ihnen sowas natürlich in Zukunft nicht mehr und wenn Sie dann noch auf die Glocke gehen, dann werden Sie eben auch noch auf neue Videos hingewiesen, können dann sehen, ob die für Sie interessant sind und verpassen da eben auch in Zukunft nichts mehr. Und für mich ist natürlich jedes Abo auch eine große Unterstützung. Jetzt ist es aber eben wieder so, dass ich den Eindruck habe, das, was China runterzieht, das kann unsere Börsen jetzt früher oder später auch wieder runterziehen. Hier ist nochmal der Hang Seng China Enterprises Index, aber diesmal schon seit 2007. Die größte China-Rallye, die war schon vor der Finanzkrise. Und der eine oder andere, der erinnert sich vielleicht noch, China war damals wirklich das gelobte Land. Es ist ja aus sich heraus auch wahnsinnig stark gewachsen. Es hat den Welthandel aufgerollt. Da musste man also einfach investiert sein. Heute ist das chinesische Bruttoinlandsprodukt viermal so hoch wie damals, aber an der Börse sind wir nie wieder dahin gekommen, wo wir damals waren. Dann die Finanzkrise, danach eine starke Erholung, auch weil China auch ein großes Stimulationsprogramm aufgelegt hat von über 580 Milliarden Dollar, damit die Wirtschaft sich da eben auch schnell erholt. Das war dann also nicht mehr nur noch organisches Wachstum. Und 2015 gab es dann wieder eine Krise, einen Crash an der Börse Shanghai. Das hat dann auch Hongkong mit runtergezogen. Das hat auch die chinesische Wirtschaft hart getroffen, aber weil man eben das hohe Wachstum behalten wollte, hat man da dann noch mehr Geld in die Wirtschaft gepumpt. Und das war dann auch die Zeit von diesen Schattenbanken in China, von den merkwürdigen Finanzierungsvehikeln, von den Provinzregierungen, die sich dann ja auch stark verschuldet haben und so weiter. Also Wachstum um jeden Preis und der Aktienmarkt ist dadurch aber eben wieder gestiegen. Bis 2018. Da hat Peking dann gemerkt, so geht's nicht weiter. Die Gesamtverschuldung war da dann schon bei 250% vom Bruttoinlandsprodukt. Sie hat aber immer weniger Wachstum gebracht. Und Peking ist dann erst gegen die Schattenbanken vorgegangen, hat dann später auch noch versucht, dass es Luft rauslässt aus dem Immobiliensektor, aus dieser Immobilienblase. Das ist ziemlich schief gegangen, wie wir wissen inzwischen. Und das war's dann aber eben auch mit der Aktienmarktrallye. Das waren die goldenen Jahre nach der Finanzkrise. In China Wachstum durch Investitionen und Schulden und in den USA und in Europa Wachstum durch Schulden und durch Nullzinsen. Dadurch weltweit dann auch Spekulationsblasen natürlich, zum Beispiel eben im Immobiliensektor. Aber die Zauberworte in dem Zusammenhang, das sind hier eben Stimulation und Schulden. Es ist das Gleiche in Grün, same, same, but different, wie man in Asien sagt. Nur, dass man in China eben etwas früher gemerkt hat als bei uns, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Wann hat man es bei uns gemerkt? Das war letztes Jahr, 2022, es war Corona-Krise. Man hat ja nochmal massiv Geld ins System gepumpt, aber dann ist eben die Inflation durch die Decke gegangen. Dann natürlich noch der Ukraine-Krieg und die Börsen sind runtergegangen, weil man dann eben auch bei uns gesehen hat, man steckt in einem Dilemma, aus dem kommt man nicht mehr raus. Vorher waren Schulden und waren Stimuli die Antwort auf fast alles, aber das ging dann eben nicht mehr, weil die Inflation dann eben stark gestiegen ist.
gegangen ist. Und das war auch in China ein großes Thema, vor allem bei den Produzentenpreisen. Da war der Anstieg Ende 2021 bei 13,5%. Sie sind dann schnell wieder runtergegangen wegen den Rohstoffpreisen, aber natürlich auch, weil China letztes Jahr dann mit den ganzen Lockdowns seine Wirtschaft ja auch regelrecht abgewürgt hat. Und hier haben wir noch die chinesische Verbraucherpreisinflation. Das sind jetzt die letzten 12 Monate. Beide Grafiken sind von Trading Economics. Jetzt ist sie sogar inzwischen wieder negativ. Die Preise im Juli sind um 0,3% gefallen, was wirtschaftlich natürlich jetzt kein gutes Zeichen ist. Und auch der chinesische Aktienmarkt fällt jetzt natürlich. Warum sind unsere Börsen dieses Jahr nicht mehr gefallen? Warum haben sie sich dieses Jahr wieder erholt? Weil man bei uns jetzt wieder glaubt, man wird die Inflation los ohne eine große Krise, beziehungsweise wenn doch noch eine gewisse Krise kommt, dann auch egal, Hauptsache die Zinsen gehen jetzt wieder runter. Und es sieht jetzt auch nicht ganz schlecht aus, weil die Inflation ist ja wirklich schon zurückgegangen, auch mit freundlicher Unterstützung aus China natürlich, weil China weniger Rohstoffe nachgefragt hat und weil auch Importe aus China billiger geworden sind, weil der Renminbi stark gefallen ist. Weil ja auch das Zinsniveau in China inzwischen niedriger ist als bei uns wieder. Aber nehmen wir mal den chinesischen Leitzins, das ist zum Beispiel der für einjährige Kredite, einjährige Ausleihungen, der ist jetzt nur noch bei 3,45% und fällt auch schon seit Jahren. Wenn das nicht mal genau das Szenario ist, von dem die Anleger hier träumen. Fallende Leitzinsen, eine Inflation von 0 und ein Wachstum, das immer noch so bei 4,5 bis 5,5% ist. Das ist doch das, was wir hier eigentlich auch wollen. In China ist es so. Aber trotzdem, oder vielleicht auch genau deswegen, liegen die chinesischen Aktien am Boden. Also sind wir lieber mal vorsichtig mit dem, was wir uns für hier wünschen. China ist jetzt nämlich in einem Abschwung. Kein Mensch kann sich da inzwischen vorstellen, dass das jemals auch wieder besser wird. Und das Einzige, auf was die Anleger hoffen und um das es auch in jedem Marktbericht geht und in jedem Analystenkommentar, das ist, wann kommt endlich Peking mit neuen, riesigen, gewaltigen Stimulusprogrammen? Es gibt da zurzeit viele Beiträge so in die Richtung, das chinesische Wachstumsmodell, das sei jetzt einfach am Ende, das, was China macht, funktioniert nicht mehr. So wie diese Woche zum Beispiel auch in der Welt Raghuram Rajan, der frühere indische Notenbankchef. Und man kann über das diskutieren natürlich, es ist mit Sicherheit auch ein bisschen was dran. Nur, wie gesagt, bei allen Unterschieden, so viel anders ist unser Wachstumsmodell nicht als das von den Chinesen. So dass wir uns vielleicht fragen sollten, ist vielleicht das Wachstumsmodell von fast allen großen Volkswirtschaften mehr oder weniger am Ende. Weil ja auch unser Wachstum seit der Finanzkrise zu einem guten Teil zustande gekommen ist durch Stimuli, Nullzinsen und Neuverschuldung. Und darum sollten wir eben auch nicht zu sorglos sein und uns zu sehr zurücklehnen, wenn wir jetzt sehen, dass in China die Börsen stark gefallen sind, weil das kann bei uns auch so kommen. Das muss jetzt nicht heißen, dass der Markt bei uns jetzt auch um 60% einbricht in nächster Zeit. Aber Sie haben ja gesehen zum Beispiel, man hat mit China-Aktien eben viele, viele Jahre lang kein Geld verdient. Und ich halte es eben nicht für völlig abwegig, dass solche Phasen auch bei uns mal wieder kommen, auch wenn sich das viele Anleger hier gar nicht mehr vorstellen können inzwischen. Weil Aktien müssen doch eigentlich immer steigen, das tun sie doch immer. Und die werfen doch auch 6 bis 8% Rendite pro Jahr ab, ist doch so. Aber es gibt eben auch Phasen, in denen das aus guten Gründen nicht so ist. Zum Beispiel in Katerphasen nach der großen Schuldenparty. Und jeder weiß, bei einem Kater, das Einzige, was wirklich hilft, das ist das Konterbier. Und in China zeichnet sich es eben jetzt schon ab und bei uns ist es vielleicht auch bald ein Thema. Eine echte Markterholung und so richtig steigende Börsen, die kriegen wir möglicherweise erst dann wieder, wenn alle auch wieder einen großen Schluck aus der Schuldenpulle nehmen können. Was wir hier auch gern mal machen könnten als Thema, das ist Japan auch zum Beispiel. Also wie geht's einem Land, das wirklich seit vielen Jahren komplett überschuldet ist? Und trotzdem gibt's Japan ja noch und es ist ja auch nicht arm.
Könnte ich mir vorstellen, hier als Thema in Zukunft, wenn es irgendjemanden interessieren sollte. Natürlich, also schreiben Sie das hier gern drunter, ob das so ist. Und schreiben Sie auch gerne drunter, wenn Sie andere Ideen haben für Videothemen. Ich kann jetzt hier sicherlich nicht alles machen, was kommt an Vorschlägen, aber ich freue mich schon immer über Anregungen, selbstverständlich. Und klar, Vorschläge von Kanalabonnenten, die werden hier natürlich bevorzugt behandelt. Das ist völlig logisch. Und wenn die es dann wollen, dann richte ich auch gern hier Grüße aus an Tante Erna und an die Kumpels vom Kegelclub. Zum Kanalabo geht's hier unten, wie gesagt. Und dann erstmal alles Gute Ihnen. Bis bald. Dankeschön fürs Zuschauen.